Hallo, das Thema des heutigen Videos ist ein Gegenstand, den ich von einem Zuschauer geschenkt bekommen habe. Ihr seht ihn auch im Moment hier irgendwo hinter mir. Und ein aufmerksamer Zuschauer hat ihn kürzlich bemerkt und hat gesagt, hey Ed, dein Nazar-Auge gefällt mir. Nazar-Auge, habe ich erstmal nachschlagen müssen, was das ist, und dann ist es mir gekommen. Das ist eben dieses Teil hier. Es hängt seit längerem hier oben an der Decke bei mir im Keller. Nazar-Auge. Das ist ein Amulett, das in der Türkei, Griechenland, im Orient, Zentral- und Südasien getragen und verwendet wird. Und es hat eine Schutzfunktion, dieses Nazar-Auge. Es soll nämlich den bösen Blick abwenden. Der Ausdruck Nazar kommt aus dem Arabischen, heißt Sehen oder Blick. Auf Griechisch heißt Mati, das Auge. Und das wird sogar kleinen Kindern an die Kleidung genäht. Das gibt es in Perlenform oder es hängt beim Taxifahrer am Rückspiegel oder es wird an die Stalltür genagelt und soll eben eine Schutzfunktion gewährleisten. Nachdem ich das gegoogelt habe und das Nazar-Auge hier unten nochmal angeschaut habe, ist mir die Idee gekommen, da gibt es bestimmt auch Anhänger zu kaufen. Ich habe dann auch nachgeschaut und die wären so zwischen, kosten ungefähr 12 Euro, 12, 13 Euro mit einem Lederband dran. Aber ich habe mir dann gedacht, das geht bestimmt auch billiger und habe mir dann 5 von diesen Glasaugen bestellt und ein Lederband dazu. So sehen die aus. Da kosten dann 5 Stück 7 Euro. Ich habe mir auch schon eins gebastelt. Ich trage gern so eine Anhänger und Amulett. Habt ihr bestimmt schon bemerkt. So im Wechsel eher so mehr im Surfer-Style wie eine Goldkette. Sowas gefällt mir besser. Und dann habe ich mir letztes Mal dieses Nazar-Auge da an das Lederband gemacht. Meine Frau hat mir dann auch hier so ein verstellbares Lederband geflochten. Hab 3 Meter Lederband dazu bestellt. Dann haben wir gedacht, das ist doch ein nettes Geschenk. Das kann man mal jemand schenken. Können wir erklären, für was das gut ist. Jetzt gehen wir noch einmal in die Garage raus. Dann zeige ich euch, was man da machen muss. Das ist nämlich so, dass das alles Handarbeit ist, dass die Löcher für die Öse unterschiedlich stark sind und ich habe ein 3 mm Lederband gewählt, das nicht gleich abreißt. Das ist dann einfach zu dick, um hier so eine Schlaufe hinzumachen, um das aufzuhängen in der Art und Weise, dass es gerade hängt und nicht schief. Und dann zeige ich euch, wie man das ein bisschen erweitern kann, dass das Lederband da durchpasst. Das Auge, das hänge ich jetzt wieder an die Decke zum Schutz. Und es wird auch gesagt, wenn so ein Auge zerbricht oder zu Bruch geht, dann hat es seine Arbeit erfüllt, dann hat es einen bösen Blick abgewendet und wird dann einfach ersetzt. Gut, dann gehen wir mal raus in die Garage und werden mal so einen Anhänger erweitern, das Loch, dass er sieht, wie das geht, wenn sich das einer selber basteln will. Wie gesagt, das ist schon ein Unterschied. 7 Stück, also 5 Stück kannst du für 10 Euro machen oder ein fertiges für 12 oder 13 Euro kaufen. Wem das gefällt, zum Nachmachen. Also bis gleich. Jetzt sind wir wieder da in der Garage und den Standort gewechselt. Ich habe mir jetzt hier so ein Auge rausgesucht von den 4 Stück, die ich noch habe. Und hier ist das Band, um hier eine Schlinge zu machen, dass es gerade hängt. Muss das allerdings dadurch durch das Loch durchgehen. Einfach geht es wohl durch, aber dann hängt das Auge irgendwie schief dran. Ist also nicht gut. Wer so angerichtet ist wie ich, der kann sich die Dinge also so bestellen, um Geld zu sparen. Ansonsten vielleicht besser gleich ein fertiges kaufen. Ich will also hier die Schlinge da durchkriegen. Passt aber nicht, weil das Loch einfach zu klein ist, das durchgestochen wurde durch das heiße Glas. Und dann habe ich hier so
So ein Dremelschleifer. Hier ist so ein Gerät mit der biegsamen Welle. Geht auch ein normaler Dremel und da habe ich so einen kleinen metallenen Diamantschleifer dort. Denke ich mal, also Diamantschleifkörper. Und mit dem, jetzt hat mal das Mikro ein bisschen zurück, den Ton ein bisschen zurück. Okay. Schutzbrille natürlich nicht vergessen. Dann ist hier. Ganz locker. Das Loch größer machen. Das ist immer noch stark genug, dass es durchbricht. Ich will euch eure Ohren nicht belasten, ich mache jetzt einmal kurz aus und probiere es dann so lange, bis es passt und dann schauen wir es nochmal an. Es hat jetzt nicht einmal eine Minute gedauert, dass ich das so erweitert habe, dass die Schlinge, die Lederschlinge durchgeht. Die stecke ich jetzt natürlich durchs Amulett. Und so. Jetzt hängt es dran und dann kann ich hier hinten noch einfach einen Knoten reinmachen und kann man das dann umhängen. Ich habe es hier ein bisschen anders gemacht. Meine Frau hat da so eine Spezialmethode. Da kann man die Länge verstellen und das dann kürzer machen, wenn man es über dem Kopf hat. Weiß jetzt aber nicht genau, wie man das macht. Müsste nachschauen, das ist bestimmt irgendwo bei YouTube drin. Da kann man also die Länge nachher verstellen, kann es weiter hochholen und dann war es das. Also so viel zu diesem Auge, das vom bösen Blick schützt. Ist zum Verschenken, tolle Geschichte. Kann man sich ins Auto hängen, an den Rückspiegel oder an den Hals. Einfach ein kleines Giveaway mit der tollen Geschichte, denke ich. Das war's auch wieder für heute. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal.